Die internationale A Cappella-Woche wird vorjährig. Zum 18. Mal präsentieren 150 Sängerinnen und Sänger in 15 Ensembles aus 8 verschiedenen Ländern ihr Können. Dabei finden innerhalb der Woche 10 Konzerte an 8 unterschiedlichen Orten in der gesamten Region Hannover statt. Wie es mit diesem Projekt angefangen hat, erklärt uns der Veranstalter Sven Michael Salzer beim Konzert im Schloss Landestrost. Und die Idee kam von der alten hannoverschen Gruppe Modell Andante. Die waren in Leipzig, wo es ein ähnliches Festival gibt, und die kamen mit der Idee zurück nach Hannover und sagten dann, wir wollen hier auch mal was machen. Und dann haben sie Roger Ciretius mit ins Boot geholt, der schon damals sehr viel organisiert hat. Und so entstand die Idee damals 2001. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. In Neustadt am Rübenberge gibt es eine A-Cappella-Gruppe, die auch ihr Können zeigen möchte. Le Brunette sind 4 Damen aus Deutschland. Beim Studieren lernten sie sich kennen. Wie es dann zu der Gründung einer A-Cappella-Gruppe kam, erzählen Juliette, Stefanie, Julia und Lisa genauer. Wir haben alle 4 Jazzgesang studiert in Mannheim und waren alle bei der gleichen Professorin. Und dann haben wir angefangen, uns in unseren Bands zu unterstützen. Wir hatten alle Solo-Projekte. Und dann haben wir irgendwann gedacht, wir sind vom Charakter sehr ähnlich. Wir sind alles sehr arbeitsam, sehr fleißig. Aber wir singen auch ganz toll zusammen. Also unsere 4 Stimmen klingen einfach ganz besonders zusammen. Und dann haben wir gesagt, wir probieren es einfach mal zu 4. Und der erste Auftritt war gleich Bombe. Und so kam das dann. Der reine Gesang der 4 Damen überzeugt das Publikum. Der Konzertsaal ist ausverkauft. 200 Besucher lauschen gespannt den 4 Stimmen. Den Rahmen der Show bilden schauspielerische Szenen, Dialoge und Filmclips. Nach dem letzten Album A Woman Sing, welches verschiedene Songs berühmter Frauen beinhaltet, wollten die 4 Sängerinnen sich als nächstes einer weltberühmten Boyband widmen. Und da kam für sie nur die Beatles in Frage. Wir wollten etwas herausnehmen, was musikalisch viele Möglichkeiten bietet. Also einfach von den Songs her, die schon da sind, viele Facetten beinhaltet, und das ist bei den Beatles ja absolut der Fall. Dann haben sie einfach auch so viele Songs, die bei uns einfach in die DNA übergegangen sind, die wir entweder als Kinder gehört haben oder jahrzehntelang im Prinzip uns begleitet haben. Deswegen sind das sowieso unsere Lieblingslieder zum großen Teil. Die A-Cappella-Woche wird noch bis zum 13. Mai stattfinden. Circa 4000 Besucher werden innerhalb der gesamten Woche erwartet. Das Abschlusskonzert findet Sonntag im Kuppelsaal des HCC statt.